Fisch hier. So, Cape Spear Fischdampfer würde ich da mal nehmen. Ah, hier gibt es auch noch ein Kühlschiff. Na, aber ob man das mit 750 Tonnen Fisch vollkriegt. Aber das hätte... Haben wir so ein Kühlschiff schon mal gehabt überhaupt? Eins gibt es. Okay. Wo fährt das rum? Nahrungsmittel. Ist aber auch eher ein Minusgeschäft. Wahrscheinlich könnte man da mit einem schnelleren Schiff ein bisschen mehr reisen. So, nehmen wir den Cape Spear Fish Crawler. Ist das ein Fisch? Nee, Fischdampfer heißt das hier. Spezieller Frachtraum für Fisch. Ist ja in Ordnung. Nee, Trawler heißt das Ding, nicht Crawler. So, fahr da hin. Und dann ein Schiff, was das dorthin bringt. Gibt es da noch mehr Fisch in der Nähe? Ach, guck mal, da ist auch noch einer. Nehmen wir die auch noch mit. Würde das finden oder braucht das eine Boje? Ich will zumindest mal eine Boje hinstellen. Da so auf der Hälfte. Achso, den könnte ich da auch dort hinten. Und dort hinten hier machen. Da kann der ja direkt. Zack, zack, zack. Na, komm. Zack, zack. So meine ich das. Abfahrt. Entladen. Der kommt wieder weg. So. Dass die auf der Sandbank Passagiere akzeptieren, ist aber auch irgendwie lustig. So, und hier stellen sie dann Nahrungsmittel her und die schaffe ich dann zu dem Hafen. Da reicht wahrscheinlich auch eher nur ein kleineres Schiff. Marstein ist vielleicht schon zu viel, hä, mit 270 Tonnen. Ich würde mal einen Meteorfrachter nehmen. Müssen wir halt gucken, wenn da irgendwie zu viel So, da hätten wir jetzt dort den Anfang gemacht. Aber ich glaube, viel kommt da jetzt eh nicht rum um hier das ganze Zeug. Na gut, man könnte zumindest landwirtschaftliche Betriebsmittel dann schon mal hier hinbringen. Dann könnte man den vielleicht zweigleisig ausbauen dann. Ich würde das mal wieder zusammenführen hier, die Station. Plantage, zack. So, da am besten ein Schiff, was genau diese 80 Kisten transportieren können. Na gut, der hat 100. Ja, ist egal.
so halt. Wäre wahrscheinlich sinnvoller, wenn der von hier hinten fährt. Guck mal, der ist schon... Achso, der fährt erstmal dorthin. Hab ich den gerade erst... Achso, ja. Ach, das ist ja Quatsch. Vollladen. So, du wartest mal kurz, bitte. So, an der Wasser von Vollladen, da Entladen, Abfahrt. So, jetzt kannst du fahren. Mal gucken, der wird bestimmt nicht gerade, der wird bestimmt nicht voll werden. Wie viel Tonnen kann der laden? 124 Tonnen. Mal gucken, was dann der Nahrungsmittelfrachter draus macht. Wie da das Verhältnis ist. 57, okay. Das heißt, wenn zwei Schiffe hin und her fahren, dann passt das. Also wenn der zweimal kommt. Wobei es natürlich auch schade ist, dass man das nicht, dass man den Fisch nicht irgendwie hier, guck mal, ist das zweite Schiff schon unterwegs? Genau, das ist gut. So, die Frage ist aber immer noch, wie ich, so, jetzt fahren die ja auch mal raus mit den Waren. Die Frage ist aber immer noch, wie ich jetzt von hier die Baustoffe dahin kriege. Hm. Naja, warte mal, das ist doch am Ende ein No-Brainer, wie ich immer zu sagen pflege. Luftschiffe. Möglichkeit, hier Sachen per Luft zu transportieren. Das sieht furchtbar aus. Das ist zwar lustig, so ein übelst beleuchtetes Luftschiff, aber das sieht doch übel aus, oder? Baustoffe. Hangar angeklickt. So, vollladen, entladen. So, ganz einfach gemacht. Theoretisch müsste das Schiff jetzt eigentlich dann auch wieder Dings zurückbringen. Das zweite Baustoffschiff. So, der dampft ab. Hier unten könnte man eigentlich auch noch mal irgendwie das gleich mit einem Schiff kombinieren.
Obwohl man ja noch den machen können hier. Düngemittel, Biomasse, Fahrzeuge. Aber das ist dann halt wieder ein bisschen intensiver, das zu bauen. Weil was die hier alles braucht, ist, das ist wirklich einfacher, einfach den Hafen hier anzukeddeln. Was wollen die noch haben? Nahrungsmittel. Hier wäre eine Nahrungsmittelfabrik, diese Getreidemühle, aber irgendwie raffen die nicht, dass sie das von da nehmen sollen, ne? Das ist natürlich auch eher suboptimal. Muss ich mal so sagen, leider. So, hier kommt das Schnittholzfahrzeug. Ja, die produzieren relativ wenig. Das könnte wirklich ein bisschen mehr sein. Und 33 Kisten landwirtschaftliche Betriebsmittel. Na gut, da jetzt hier natürlich auch die jetzt hier landwirtschaftliche Betriebsmittel bekommen, bauen wir das mal hier zweigleisig aus, dass wir ja noch einen zweiten Zug hinkriegen. Würde ich mal sagen. Jetzt habe ich das natürlich, na gut, dann müssen wir es ins Rüberschieben.